Das Stiftsarchiv bewahrt einen europaweit völlig einzigartigen Urkundenschatz auf, der vor allem für den Bodenseeraum von großer Bedeutung ist. Die hier anwesende Dame Beata überträgt für das Seelenheil ihres Mannes sowie ihrer Eltern Seelenheil ihren Besitz nebst allen unfreien Männern und Frauen an das dem heiligen Gallus geweihte Kloster. Als Gegenleistung erhält sie für ihre Pilgerfahrt nach Rom 70 Schillinge in Gold und Silber, 5 Pferde samt Saumzeug und Decken. Sollte sie zurückkehren, kann sie ihren Besitz weiterhin nutzen. Nach Beatas Tod fallen die Güter diesem, dem heiligen Gallus geweihten Kloster zu. Sind die hier anwesenden Zeugen mit der Übertragung einverstanden? Mhm. Es gab eine große Vielfalt an Motivationen, um einem Kloster Besitz zu überschreiben. Einerseits natürlich das Seelenheil, das sich in jeder Urkunde als Hauptmotivation wiederfindet. Die Urkunde hatte gleichzeitig die Funktion eines schriftlichen Beweismittels, das dank Aufbewahrung im klösterlichen Archiv natürlich eine viel bessere Überlieferungschance hatte. Die Gewissheit, dass im klösterlichen Archiv eine Urkunde aufbewahrt wird, gleicht dem heutigen Grundbuch. So bringe diese Urkunde so schnell wie möglich ins Archiv des dem heiligen Gallus geweihten Klosters. Gott sei mit dir. Urkunden des frühen Mittelalters werden auf Pergament geschrieben, also bearbeiteter Tierhaut vom Schaf, von der Ziege, vom Kalb, das sich durch eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit ausweist. Die einzigen Interessenten waren die Mäuse im Archiv, aber ansonsten konnte das Klima diesen Beschreibstoffen kaum schaden. Gott hilf Erro! Gott hilf Herr! Wo ist diese verflixte Urkunde? Ich habe alles durchsucht, Vater Gosbert. Sie ist verschwunden. Such weiter! Ohne Urkunde haben wir Beatas Ländereien und Abgaben für immer verloren. Wir können dem König nicht beweisen, dass sie einst uns gehört haben und sie uns der Fiskus völlig willkürlich entzogen hat. Bi unseres Herrn! Eine neue Klosterkirche können wir vergessen! Verflixt! Fast alle Klöster in Europa waren im 9. Jahrhundert überfordert mit einer wachsenden Anzahl an Urkunden. Um hier Ordnung reinzubringen, haben sich dann die meisten entschieden, sie in ein Buch abzuschreiben. Einzige Ausnahme bleibt das Kloster St. Gallen, das auf diese Abschrift der Urkunden verzichtet und stattdessen nur auf die Originale vertraut. Was war denn mit Abt Gosbert los? Der hat wohl zu wenig geschlafen. Uns fehlt die Urkunde, die beweist, dass Beata ihre Ländereien dem Kloster übertragen hat. Ich hab's ja kommen sehen. Bei diesem Chaos geht früher oder später etwas verloren. Wir sollten alle Urkunden abschreiben und in einem Buch sammeln. Sonst finden wir bald nichts mehr wieder. Viel zu aufwendig. So viele Schreiber hat das Kloster nicht. Wir wären Jahrzehnte damit beschäftigt. Nein, wir brauchen eine andere Ordnung. Und wenn wir es wie die Römer machen? Was meinst du, Bruder? Also, Rom ist in 14 Regionen eingeteilt.
wenn wir alle Besitzlandschaften des Klosters in Regionen aufteilen, kommen wir auf 34, 35, 36. Genau 36. Ja, das ist gut. Und diese 36 Regionen nennen wir Kapitula. Gute Idee. Und diese 36 Kapitula ordnen wir jeweils einem Fach zu. Ja, das ist es. Wir lassen einen Schrank fertigen mit 36 Schubladen. Für jedes Kapitulum eine eigene Schublade. Und noch 4 weitere Schubladen als Reserve für unerschlossene Regionen und für Königsurkunden. Oh mein Gott, Theodat, das ist grandios. Wir wissen im Frühmittelalter sehr wenig über den Besitz von Urkunden. Tatsächlich ist es ja nur den Klöstern gelungen, einen wesentlichen Teil ihres schriftlichen Erbes bis in unsere Zeit zu retten, während von den weltlichen Institutionen, auch von den Königshöfen, keine Originale direkt auf uns gekommen sind. Es sind also wirklich nur Klöster in der Lage gewesen, über so lange Zeiten Dokumente zu transportieren. Klöster wurden ja anders als Regierungen für die Ewigkeit gebaut, weshalb sich eine Generation nach der anderen um die Aufbewahrung dieser Dokumente bemüht hat. Im Fall einer Krise musste das Archiv rasch geflüchtet werden. Einer, der das erkannt hat angesichts der Toggenburger Kriege 1712 bis 1718, war Abt Joseph von Rudolfi. Er ließ deshalb um 1730 sogenannte Fluchtkisten bauen, die im Fall einer weiteren Krise auf Leiternwagen verladen werden konnten, um möglichst rasch das Land zu verlassen. Immer wieder war das Klosterarchiv großen Gefahren ausgesetzt. So überfallen 926 ungarische Reiterhorden das Kloster. 937 wütet ein verheerender Brand. Die Stadtbrände von 1314 und 1418 drohen das Kloster zu zerstören. Und auch die Reformation, die Toggenburger Wirren, die Französische Revolution und der Untergang des Klosters zerren gewaltig an den wertvollen Beständen. Selbst heute noch neiden Verwaltungen auf der ganzen Welt dem Stiftsarchiv seinen kulturellen Schatz. Gemeinsam mit den schriftlichen Beständen der Stiftsbibliothek St. Gallen wurde das Stiftsarchiv und seine Überlieferung 2017 ins Register der UNESCO Memory of the World aufgenommen. Eine besondere Auszeichnung, die vor allem jene 1000 Orte ehrt, die hier ihre erste schriftliche Nennung finden.